Dass ich heute als erster grüner Ministerpräsident in der traditionsreichen Reihe Hauptstadtrede zu Ihnen sprechen darf, sozusagen als Solitär in großkoalitionären Zeiten. Und es wird und wird ja viel über das mit einer großen Koalition verbundene Demokratiedefizit gesprochen. Aber ich sage Ihnen, es betrifft nicht nur den Bundestag. Wir müssen auch aufpassen, dass unsere föderalen Strukturen, die ja auch der Machtbalance dienen, im großkoalitionären Rausch nicht unter die Räder kommen. Vor 2,5 Jahren haben die Bürgerinnen und Bürger mir über das Parlament die Aufgabe übertragen, Baden-Württemberg zu regieren. Und daher will ich zu Ihnen heute über die Zukunft der Demokratie sprechen, über meine Sicht auf die föderale Ordnung und ihren Erneuerungsbedarf. Und ein besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf die Versuche legen, die wir jetzt mit mehr Bürgerbeteiligung wagen in unserem Land. Aber meine Überlegungen sind jetzt da nicht als abschließende Wahrheiten zu verstehen, sondern als Anregungen für Sie, um darüber nachzudenken, als Erfahrungsbeispiele, damit Sie in Ihrem Urteil sicherer werden. Also, ich bin seit über 30 Jahren in der baden-württembergischen Landespolitik zu Hause und jetzt natürlich als Mitglied des Bundesrates und jetzt besonders auch durch meine Bundesratspräsidentschaft regelmäßig Gast in Berlin. Und ich muss sagen, auch als überzeugter und bekennender Landespolitiker fühle ich mich sehr wohl in dieser Weltmetropole. Was mich aber etwas irritiert, sind die Spannungen zwischen Berlinern und Schwaben. Gewisse Vorurteile, die mir da begegnen, die mir natürlich völlig unverständlich sind. Denn wir Schwaben sind auf, allerdings manchmal erst auf den zweiten Blick doch ein herzlicher Menschenschlag, mit dem sich gut auskommen lässt. Aber vieles versteht man auf den ersten Blick nicht. Nehmen wir mal die berühmte Schwäbische Kehrwoche. Sie ist einfach Ausdruck der schwäbischen Art der Bürgergesellschaft. Wir packen eben selber was gerne an für das Gemeinwesen, wie Sie gesagt haben. Ob es nun ein Sportverein, eine lokale Gruppe, Nachbarschaftshilfe oder eben auch die Kehrwoche ist. Denn die Kehrwoche ist gelebte Subsidiarität. Und das heißt ja, dass man die Probleme dort löst, wo sie auftreten und dass die unterste Ebene nur das weitergibt, wo sie überfordert ist. Und das ist beim Kehren der Bürgersteige nicht der Fall. Ja? Und deswegen glaube ich, dass es halt zuerst die Hausgemeinschaft macht, bevor die städtische Gebäudereinigung kommt. Und wenn man so denkt, dann vermeidet man das, was ich aus Berlin gehört habe, wenn man es umgekehrt macht und es erst dann macht, wenn die städtische Gebäudereinigung nicht gekommen ist, dann vermeidet man, dass sich in solchen Wintertagen die Charité mit Oberhalsschenkelbrüchen verfüllt. Ja? Also insofern sehen Sie, das Klischee besagt, die Schwaben seien sparsam bis geizig. Aber so kann man es nicht sagen, wir geben halt nicht so viel aus. Ja. Ein württembergischer Finanzminister, der immer mal wieder in der Hauptstadt Berlin zu tun hatte, der soll die Übernachtungskosten auf raffinierte Art und Weise gespart haben. Als Abgeordneter hatte er freie Fahrt nach Berlin mit der Bahn. Und so stieg er spät abends in Berlin in den Schlafwagen Richtung Leipzig und fuhr morgens mit dem Frühzug wieder zurück in die Hauptstadt. Ja. Also es soll sich dabei um Alfred Delinger gehandelt haben, der 1924 Finanzminister in Württemberg war. Also auch, aber solch ausgeklügelte Formen der Sparsamkeit findet man auch bei uns inzwischen selten.